Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute nenne ich euch 5 Schritte, mit denen ihr richtig gut Blockflöte spielen lernen könnt. Mal davon ausgehend, dass ihr das Instrument ernst nehmt und es richtig gut beherrschen möchtet. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, heute möchte ich euch mal 5 Schritte nennen, die ihr gehen könnt, um euer Blockflötenspiel wirklich zu verbessern oder um Blockflöte spielen zu lernen. Und diese 5 Schritte sind eigentlich gültig sowohl für Anfänger auf der Blockflöte als auch Wiedereinsteiger, als auch fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler, egal welchen Niveaus. Schritt 1 wäre, setzt euch ein klares Ziel. Natürlich ist euer Ziel, Blockflöte spielen zu lernen oder euer Blockflötenspiel zu verbessern. Aber das reicht nicht aus. Das ist zu allgemein, wenn ihr das als Ziel habt, um euch wirklich motivieren zu können und auch wirklich Erfolge verbuchen zu können, die ihr merken könnt und wo ihr sagen könnt, nach einem Jahr habe ich dieses oder jenes erreicht. Deshalb empfehle ich euch dringend, konkrete Ziele zu setzen. Das könnte sein bei einem Anfänger zum Beispiel, ich möchte dieses Jahr zu Weihnachten Weihnachtslieder spielen können. Oder wenn man schon sehr weit fortgeschritten ist, ich möchte die Bach-Partita spielen, die Solo-Partita und davon zum Beispiel den ersten Satz. Und dann ist es wichtig, dass ihr für beide Fälle jetzt, für beide Beispiele euch einen festen Zeitrahmen setzt. Also ich möchte, wie gesagt, bis Weihnachten möchte ich 3 Weihnachtslieder können, sage ich mal. Oder bis in einem Dreivierteljahr möchte ich den ersten Satz von der Bach-Partita fehlerfrei spielen können. Es können auch ganz andere Ziele sein. Zum Beispiel, ihr möchtet mal moderne Spieltechniken kennenlernen aus avantgardistischer Musik. Oder ihr möchtet lernen, wie ihr oktaviert auf der Altblockflöte, damit ihr im Blockflötenensemble mitspielen könnt. Oder ihr möchtet Bassblockflöte spielen lernen. Oder ihr möchtet an einem Vorspiel teilnehmen und bis dahin ein bestimmtes Stück spielen können. Also ihr seht schon, das sind alles konkrete Beispiele. Und die haben alle gemeinsam, dass ihr wisst, was konkret und dass ihr auch wisst, bis wann. Und das ist sehr wichtig, um euch zu motivieren und um dann die kleinen Teilschritte festlegen zu können. Schritt 2 wäre, dass ihr ein richtig gutes Instrument zur Hand habt. Stellt euch mal vor, ihr wolltet Geige spielen lernen und es würde euch jemand sagen, du kannst erstmal auf einer Plastikgeige lernen. Oder ihr möchtet Klavier spielen lernen und ihr bekommt ein ganz verstimmtes Klavier, mit dem ihr das erste Jahr verbringen sollt. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht optimal ist. Und bei der Blockflöte ist es ganz genauso. Achtet drauf, wenn ihr zum Beispiel eine Sopranblockflöte spielen möchtet, also die kleine, dass die bei Holzinstrumenten, also wirklich ab 60 Euro aufwärts kostet, dass sie barocke Griffweise hat, dass sie gut gebaut ist, das heißt, dass sie nicht verstimmt klingt und das geht einfach nicht bei einer Holzblockflöte für 15 Euro, da werdet ihr das nicht antreffen. Es gibt auch Kunststoffblockflöten von guten Marken, die haben auch barocke Griffweise und sind gut in sich gestimmt. Die haben bestimmte Nachteile im Gegensatz zum Holz, aber das ist schon mal auch eine gute Alternative und bei der Altblockflöte empfehle ich wirklich gleich mit Holz einzusteigen und sogar ab 300 Euro circa. Ich weiß, das scheint erstmal viel Geld für viele, die sich in die Materie Blockflöte noch nicht so vertieft haben. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Qualität eures Instrumentes und der Art und Weise, wie ihr drauf spielt. Wenn zum Beispiel die hohen Töne nicht gut ansprechen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte nämlich selbst vor der Aufnahmeprüfung an die Musikhochschule eine schrullen Altblockflöte. Die hatte ich geschenkt bekommen, weil ich kein Geld hatte für eine gute Blockflöte. Die hatte irgendeinen Materialfehler und ich glaube auch einen Riss. Und da war ein hohes F,
ein Ding der Unmöglichkeit drauf. Also dieser Ton. Und ich habe damals mich abgequält, ich habe mich für die Musikhochschule vorbereitet, hatte immer Angst vor diesem Ton und habe eigentlich immer gedacht, bis dahin, das hohe F ist ein Ton, der einfach schwierig geht und nicht gut rauskommt, nur auf gut Glück. Das ist nicht der Fall, also es hängt sehr davon ab, wie gut euer Instrument ist. Dritter Schritt wäre, schafft euch die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt, schafft den Rahmen für sinnvolles Üben und sorgt für professionelle Anleitung für euer Blockflötenspiel. Professionelle Anleitung, das kann bedeuten, dass ihr Unterricht nehmt bei einer Lehrerin oder einem Lehrer, die professionelle Blockflötistinnen oder Blockflötisten sind. Oder dass ihr ein gutes Buch habt, ein Lehrwerk, eine Schule, mit der ihr lernt. Oder ihr macht einen Videokurs, wie ich den auch herausgegeben habe, wo ihr ja wirklich ganz lebendig, didaktisch aufgebaut alles beigebracht bekommt. Das wäre also schon mal wichtig, dass ihr es euch nicht komplett selber beibringt. Ich weiß, es sind viele unter euch Autodidakten und das ist auch nicht schlimm, aber ihr kommt einfach viel besser voran und es macht auch wieder mehr Spaß, wenn ihr Anleitungen bekommt und nochmal wisst, was ihr zum Beispiel als Ziel setzen könnt. Und auch zu den Rahmenbedingungen, das habe ich ja eben schon erwähnt, gehört sinnvolles Üben. Das heißt, schafft den Rahmen, dass ihr regelmäßig üben könnt, dass ihr möglichst einen festen Zeitpunkt habt und dass ihr beherzigt, dass ihr das immer verteidigt, quasi dieses Zeitfenster, in dem ihr übt, dass das ungestört sein kann, dass das nicht in Gefahr kommt, weil ihr plötzlich andere Tätigkeiten ausüben müsst. Das Wichtige dabei ist das Regelmäßige und auch wenn ihr sehr wenig Zeit habt, weil ihr berufstätig seid zum Beispiel, dann kann es sehr motivieren und bringt euch immer weiter, auch wenn ihr mal nur 5 Minuten üben könnt. Es ist also wichtig, dass ihr diesen Rahmen schafft, dass ihr wisst, ich übe dann und dann. Dann habt ihr auch gar keine Hürde, dass ihr überlegen müsst, übe ich jetzt oder übe ich nicht. Und das bringt euch langfristig natürlich zum Erfolg. Dann kommen wir gleich zum Schritt 4, nämlich wie ihr sinnvoll üben könnt. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euer großes Ziel, was ihr euch gesetzt habt, im Auge behaltet und euch entweder selbst einen Plan aufstellt, was ihr dabei bearbeiten müsst, an welchen Baustellen ihr da wann wie arbeiten möchtet, in welchen Teilschritten und bei welcher Übephase, an welchen Wochentagen ihr woran üben möchtet. Oder zweite Möglichkeit, ihr folgt einer didaktisch vorgegebenen Reihenfolge, zum Beispiel in einem Lehrbuch, in einer Flötenschule oder den Anweisungen eurer Lehrerin oder eures Lehrers, der oder die dann möglichst natürlich beherzigt, was euer gewünschtes Ziel ist. Oder eben ihr folgt der Reihenfolge der Kapitel und Lektionen in einem Videokurs. Das Allerwichtigste beim Üben an sich ist, dass ihr Üben nicht mit Durchspielen verwechselt und dass ihr nicht jedes Mal hingeht und ein Stück durchspielt bis zu der Stelle, wo es dann hakt und nicht klappt und dann wieder von vorne spielt, sondern dass ihr konzentriert übt an bestimmten Stellen und versucht, die fehlerfrei, mehrmals nacheinander fehlerfrei hinzubekommen. Das heißt, die Geschwindigkeit eurer Übeschritte, die müsst ihr auch dementsprechend anpassen und nicht zu früh schon weitergehen. Dann der 5. und letzte Schritt, vielleicht fast der wichtigste, sorgt für Motivation. Eure Motivation ist natürlich im ersten Schritt euer Ziel, das ihr euch gesetzt habt. Das macht es schon mal einfacher, als wenn ihr sagt, ich möchte irgendwie besser werden. Ja? Aber ihr braucht noch andere Motivation und das könnte zum Beispiel sein, dass ihr an einem Vorspiel teilnehmt, zum Beispiel in der Musikschule oder dass ihr sagt, das ist mir zu aufregend, ich möchte das mal meinen Freundinnen vorspielen oder den Nachbarn oder nur meinem Mann, was weiß ich. Also, dass ihr einfach euch ein Ziel setzt, wo ihr das rausbringt, was ihr macht, wo das unter die Leute kommt und wo ihr dann auch euch darauf freuen könnt, das zu tun oder wo sich
wenn ihr aufgeregt seid, ihr euch vielleicht nicht freuen könnt, aber die anderen sich drauf freuen. Und das, wenn man das dann erstmal angekündigt hat, das kann sehr motivieren. Genauso motivierend kann es sein, sich selbst aufzunehmen, also zum Beispiel mit dem Handy. Früher habe ich das mit dem Kassettenrekorder gemacht. Und das ist erstmal ein bisschen demotivierend, weil man erstmal denkt, ups, wie klingt denn das? Also das höre ich von vielen von euch, den gebe ich auf, Schülerinnen und Schüler, nehmt euch auf. Und dann sagen die, oh, das klang ja ganz anders, als ich dachte, wie ich spiele. Und es ist normal, aber wenn ihr auch das regelmäßig macht und bei jedem Üben zum Beispiel, dann wird das euch sehr motivieren, weil ihr Fortschritte hören könnt. Und das ist was Greifbares sozusagen, da habt ihr es quasi dokumentiert und das kann euch sehr motivieren. Eine andere Idee, um wirklich motiviert zu bleiben, ist, sucht euch Gleichgesinnte. Andere, die Blockflöte spielen, zum Beispiel im Blockflötenensemble oder in eurem Bekanntenkreis. Also ich bin immer wieder platt, wie viele Erwachsene Blockflöte spielen oder mal Blockflöte gespielt haben und aufgeschlossen sind dafür, das nochmal anzufangen oder es sowieso schon geplant haben, aber nicht konkret in die Tat umgesetzt. Falls euch das auch so geht, dass ihr irgendwie immer Leute kennt, die Blockflöte spielen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Video oder zum Blockflötenspiel allgemein. Die Blockflöte ist ja ein Familieninstrument. Also die ganzen großen und kleinen Blockflöten, die sind ja wie geschaffen dafür, dass man zusammenspielt im Blockflötenquartett oder im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten, mit Klavier, mit Cembalo. Da gibt es ja schier unbegrenzte Möglichkeiten. Und dieses Zusammentun mit anderen Gleichgesinnten, die auch Musik machen und die möglichst auch Blockflöte spielen, das motiviert also wirklich sehr. Ja, das waren die 5 Schritte, die ich euch heute nennen wollte, um euer Blockflötenspiel wirklich zum Erfolg zu bringen. Ich hoffe, meine Tipps haben euch gefallen und ihr könnt sie vielleicht bald umsetzen. Falls ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert bitte meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann unterstützt ihr meine Arbeit hier und für euch ist es vollkommen gratis. Jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!